Und es gibt auch Studien, die sagen, wenn man mit den Händen das Essen zubereitet, ist die Verdauung besser, weil der Körper sich quasi schon durch dieses Haptische darauf vorbereitet, die Nahrung aufzunehmen. Und es wird weniger Insulin produziert. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, gibt es Studien, wird entlastet. Und Diabetiker, die das Essen mit den Händen zubereiten, haben einen besten Regenerationsverlauf. Hallo und herzlich willkommen bei Bewusst Kochen. Schön, dass du mit dabei bist, denn wir werden heute traumhafte Wirsing-Chips zubereiten und Wildkräuterchips. Dabei habe ich hier am Start Tobias. Hallo, herzlich willkommen bei Bewusst Kochen. Ja, freut mich, dass ich da sein darf. Ja, auf jeden Fall. Wir werden nämlich einige tolle Gerichte zaubern. Ja. Das ist jetzt hier nur der Anfang. Und mit dabei natürlich auch wieder David, unser Rohkostkünstler. Und ja, Chips hört sich gut an. Denn ich bin ja eher so der salzige Typ, du der süße, richtig, haben wir schon festgestellt. Und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders darauf. Ja. Dann darfst du sagen, wo es lang geht. Ich stelle dich parallel ein bisschen vor, aber genau. Fang erstmal an. Ja, wir machen heute Chips. Es ist ja was, wo, ja, ich meine, jeder hat gern vom Fernseher was zu knabbern oder wenn er sich was anschaut und es ist doch noch was. Sonst, man hat halt einfach nichts Gesundes oft im Haus. So. Mhm. Und es ist halt auch was, wo man sich vorbereiten kann, man kann es da haben und anstatt sich dann halt irgendwelche ungesunden Chips reinzuhauen, dann hat man halt was Gesundes da, es schmeckt auch super lecker. Und wir wollten heute mal zwei Varianten auch ausprobieren, einmal mit Wirsing, mit Wildkräutern hatte ich es noch nicht ausprobiert. Ja. Ich habe es mit Brennnessel ausprobiert und mit Grünkohl. Ja, richtig. Und wozu ich immer noch raten kann, ist, das zu verfeinern. Wir haben in den letzten Sendungen, oder ich weiß gar nicht wann, euch einige Rezepte zum Cashew-Quark vorgestellt. Wir werden diese Chips so schön anmachen, dass sie megamäßig gesund sind, aber vor allem auch wieder gut fürs Mikrobiom. Denn auch auf diesem Wirsing hier leben jetzt schon sogenannte Mikroorganismen, kleine probiotische Bakterien, die anfangen, den Kohl zu bearbeiten. Selbst wenn ihr ihn jetzt nur einfach im Backofen oder besser gesagt im Dörrgerät herstellt diese Chips, fangen diese Bakterienkulturen an zu leben. Und wenn wir dann noch die Narine darauf platzieren, dann entwickeln sich genau die Kulturen, die wir von unserem Mikrobiom brauchen können. Also das würde sich dann auch noch anbieten. Genau, wenn das interessiert, abonniert auf alle Fälle den Kanal, aktiviert das kleine Glöckchen, denn da wird zukünftig auch noch einiges von Daniel kommen. Der zeigt uns hier ganz, ganz viele tolle Rezepte zum Thema Fermentieren mit Narine. Super. Cool, dann wie ist denn der erste Schritt? Das soll ja wieder einfach und schnell gehen. Genau, also super simpel, einfach den Wirsing nehmen, klein rupfen. Aha. Ist nochmal ein bisschen anders, den Strung eben rausmachen, dann darauf achten. Können wir einfach jetzt mal alle machen. Zieh ich mal jeder ein Blatt hier. Mhm. Genau. Den Strung raus, wieso? Weil er dann in dem Mund ein bisschen faserig ist? Ja, genau. Also ist beim für die Chips nicht ganz so gut und zum Trocknen, ja. Es dauert halt dann wesentlich länger auch. Ja, ansonsten kann man auch drin lassen, ist oft einfach geschmacklich nicht so angenehm. So, wenn man es klein schneidet mit dem Messer, kann man auch mit reinnehmen. Gerne, aber ja. Also ich habe es mal tatsächlich mit reingeschnitten und es braucht dann eben sehr lange zum Trocknen, wie du schon sagst, weil wir machen es ja am Dürrgerät, es soll ja Rohkost bleiben. Mhm. Und es dauert dann tatsächlich sehr, sehr lange und ich finde die auch unangenehm zu essen. Also das wird dann irgendwie immer mehr im Mund und der ist natürlich auch ein bisschen bitter. Ja, und stimmt. Ist dann, also ich fand es jetzt geschmacklich nicht so geil. Wieso empfiehlst du Wirsing, Tobi? Ich verfolge dich schon ganz lange auf Instagram, aber vor allem auf YouTube. Du bist damals als Rawletic gestartet, hast den sogenannten Rohkostreinigungsweg vollzogen. Das heißt, du bist auch wirklich ein sehr hohen Level. Ich muss dir ehrlich gesagt sagen, Mr. Raw, den hier alle als Rohkost feiert, nimmt sich vor ein Vorbild an, Tobias, der jetzt unter IUM auch einen super Kanal hat, wo er wirklich zeigt, wie man von der Kochkost ohne großen Verzicht, aber einen wirklich einfachen, gesunden Weg zur Rohkost findet. Und das machst du wirklich brillant. Du bist da ziemlich clean, sogar, auf, ich würde sagen, noch cleaner als ich. Das heißt, noch weniger Fett. Also in dem Sinne, dass du noch mehr, weniger Last. Also es ist oft so, die Leute, die von der Kochkost umsteigen auf die Rohkost, die brauchen manchmal dieses Deftige, dass sie sagen, ich habe dieses Völlegefühl im Magen. Und davon wegzukommen, dass der Körper nur noch von leichten Lebensmitteln lebt und sich darauf eingestellt hat, ist für mich der Königsweg. Kannst du kurz was dazu erzählen, Tobi? Ja. Also am Anfang habe ich auch sehr extrem umgestellt, muss ich sagen. Bin da sehr stark in die Entgiftung rein und teilweise war es ein bisschen zu stark und ich wusste noch nicht so sehr, ich sag mal, wenn man ja auch den Körper sich anschaut und man stellt sich vor, von der Entgiftung her, es gibt ja eigentlich immer zwei Schritte. Also wenn man jetzt so sein Körperhaus hat und da ist jetzt so die alte Dreckwäsche in den Schränken drinnen und der erste Schritt wäre ja dann das Lösen, so, dann öffnen sich die Schranktüren, sag ich mal, wenn man die Ernährung umstellt und dann liegt halt die ganze Dreckwäsche erstmal auf dem Flur. So. Mhm. Und das ist eigentlich meistens nicht so das Problem. Der Körper, wenn man die Ernährung umstellt, ja, löst sehr viel, aber das Ganze dann rauszubekommen, so das Lymphsystem ist verstopft, die ganzen Kanäle, das Ausleiten, die Haut, die Poren, alles ist nicht, ja,
ist nicht mehr richtig in Gang. Mhm. Es ist einfach verstopft. Und da dann wirklich zu gucken, so im zweiten Schritt, das habe ich halt am Anfang auch den Fehler gemacht, da wirklich nicht geguckt, genug auszuleiten, wirklich so diese Dreckwäsche dann vom Flur rauszubekommen. Weil ich habe auch immer wieder erlebt, jetzt auch gerade bei Rohkost, dass viele das irgendwie 1-2 Jahre gemacht haben und dann sehr strikt und nur Früchte oder Ähnliches. Und am Anfang ist noch nicht so viel Dreckwäsche im Flur im übertragenen Sinne. Es sind nicht so viele Toxine im Blut, im Darm sammelt sich nicht so viel. Und nach einer Zeit kann es aber zu viel werden. Und ich habe dann immer wieder Leute gesehen, wo es nach 1-2 Jahren dann wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und das fand ich halt immer super schade zu sehen. Und deswegen habe ich gemerkt, so dieses Schritt für Schritt umstellen. Und das ist auch das, was ich jetzt immer mache, auch mit den Teilnehmern bei uns im Programm, da wirklich Schritt für Schritt die Ernährung umzustellen, zu gucken, dass eben dieses Lösen noch nicht zu viel wird und dass man gleichzeitig halt ausleitet mit den ganzen Mitteln, wo man halt zur Verfügung hat. Kennst du dich am besten mit aus? Sei es jetzt irgendwie Basenbäder, sei es eben über die Haut Trockenbürsten, über den Darm dann Zeolit, Bentonit und diese ganzen Geschichten, Flohsamenschalen, dass halt alles wirklich rauskommt, so die Dreckwäsche eben. Ja. Perfekt. Wir wollen jetzt noch ein paar Wildkräuter mit einarbeiten. Sollen die auch schon mit in die Schüssel? Oder willst du die extra machen? Wir können es auch extra machen, dann kann man... Ja. Okay, dann hole ich noch und kriegst eine Schüssel. Genau. Sehr schön. Ja, und wir machen im Prinzip Sour Cream einmal und eben die Chips. Und genau, Sour Cream wird dann Macadamianüsse, Zwiebeln, Zitrone. Und wir haben diesmal zum Süßen Apfeldicksaft. Ja, in Rohkostqualität auch. Richtig. Ihr habt gemeint, es ist ziemlich süß. Ich habe es sonst oft nicht so oft verwendet. Ich verwende auch manchmal Honig zum Süßen, wenn man eben jetzt nicht. So eigentlich hörte ich auch immer komplett vegan, aber genau, Honig. Honig ist so vegan. Ist die Ausnahme. Genau. Ja, wir haben eine sehr gute Imkern gefunden. Ja. Ja. Nee, ansonsten die Wildkräuter, wir können sie auch ein bisschen klein rupfen vielleicht. Genau, wir haben jetzt hier einmal Bärlauch. Ja. Dann haben wir uns noch entschieden für ein bisschen Löwenzahn, nicht zu viel, weil der kann auch sehr bitter sein, aber der hier ist jetzt tatsächlich noch relativ mild. Genau, ist wahrscheinlich noch recht jung jetzt. Ne? Dann habe ich mich mal entschieden hier für Beinwell, nimmt man selten. Das habe ich tatsächlich früher auch gerne noch genommen, so zum Braten. Also da habe ich dann immer richtig große Beinwellblätter genommen, die ein bisschen robuster sind. Und dann habe ich da eine Ecke Tomate reingemacht, ein bisschen Schafskäse. Meistens dann noch so Kresse oder so, was so ein bisschen schärfer schmeckt. Die habe ich dann eingerollt und in Kokosfett angebraten. Hört sich lecker an. Dann haben wir hier noch Salbei. Das ist auch mal was anderes. Der ist jetzt auch noch recht angenehm. Der riecht sogar richtig zitronisch. Oh ja, stimmt. Brennnessel haben wir natürlich mit drin. Also Brennnesselchips sind eigentlich auch so recht bekannt. Ja. Ich glaube, die sticht noch, oder? Ja. Ja. Okay, genau, wenn die noch sticht, die Brennnessel, dann kann man immer von unten einfach ein bisschen drüber streichen. Genau. Kann man auch so dann direkt essen. Ja. Und ja, super gut zwischendrin jetzt gerade. Brennnessel gibt es fast immer, ja. Stimmt. Außer im Winter kurze Zeit. Dann haben wir hier Knoblauchrauke. Ich dachte, das ist eigentlich mal ganz cool. Ja. Ist mal was anderes. Die habe ich auch immer gegessen, gerne. Auch so im Salat kann man Knoblauchrauke super angenehm reintun. Nicht so bitter. Mhm. Also wir haben jetzt extra so ein bisschen die bitteren Kräuter rausgelassen. Richtig, genau. Ja. Wunderbar. Sonst ist ein bisschen ein anderes Erlebnis wie sonst die Chips. Ja. Ja, das war eigentlich schon der erste Schritt. Zweiter Schritt ist dann einfach den Dip zu machen. Und zwar einfach alles in Mixer. Mhm. Den haben wir da. Kommt hier noch Öl und Salz rein, oder? Nee, Salz direkt einfach in den Dip und dann das Ganze danach vermengen. Ach so, okay. Ja. Dann brauchen wir jetzt einen Mixer. Dann brauchen wir jetzt einen Mixer. Ja. Cut. Super Vorbereitung. Läuft wieder. Lass laufen einfach. So, Mixer ist da, Messer ist da. Ja. Wir können weitermachen. Genau. Also ganz simpel, einfach alles eigentlich in den Mixer. Die Zwiebel vorher noch ein bisschen klein schneiden. So, Macadamianüsse einmal. Tja. Genau, könnt ihr auch hier drunter natürlich wieder alles finden. In sehr guter Qualität, weil auch da der Markt nicht immer unbedingt die beste Qualität liefert. Wir achten da wirklich sehr auf die einzelnen Zutaten, dann ist das Gericht auch mit Gewähr. Wenn jetzt andere Zutaten verwendet werden, kann es sein, dass sie geschmacklich etwas abändert. Aber bei Wirsing kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Der ist immer sehr, sehr lecker, auch im Supermarkt. Ja, Wirsing gibt es ja in Deutschland, haben wir ja zu Genüge gerade die ganzen Kohlsorten. Genau. Werden ja in Deutschland viel angebaut. Oh. Oh, ja. Oh. Gut, das machst du gut. Und da seht ihr jetzt, wie toll das Messer ist. Seht ihr, sie kann jetzt mit dem Messer wirklich da drin arbeiten. Und hat gleichzeitig eine kleine Löffelfunktion drin und rettet hiermit auch noch die Zwiebel. Die Zwiebel speichert in den äußeren Schalenschichten die Giftstoffe. Das heißt, man kann auch gerne gut mal eine äußere Schicht nochmal abnehmen. Und die Zwiebel, ein Allion-Gewächs, was dann auch wie Knoblauch oder auch wie Lauchzwiebel einen eigenen Geschmack bringt, den viele mögen,
aber der laut Ayurveda auch die Sexualkraft sehr steigert oder manchmal übermäßig stimuliert. Was sagst du dazu? Ja, habe ich auch schon gehört. Also es stimuliert halt das Nervensystem, Zwiebeln, Knoblauch stimuliert ja auch das Nervensystem. Und ja. Also wer ein großes Bedürfnis nach Zwiebeln hat, hat entweder zu wenig Sex, oder? Ja. So, jetzt kommen noch Zitrone mit rein. Also eine große oder wir haben jetzt eineinhalb eben, kleine. Das noch mit rein. Ich gucke nur, dass die Kerne nicht mit reinkommen. Sehr so, das wird bitter beim Mixen, schmeckt dann überhaupt nicht mehr. Also da wirklich immer aufpassen, dass die Kerne da draußen bleiben. Die noch. Ich mache in der Zeit schon mal den Apfeldicksaft rein. Also so einen halben bis ganzen Löffel, je nachdem, wie süß man es auch macht. Ja. So. Du die ausdrücken, ja? Ja. Du? Ja, du bist stark. Danke. So. Genau, die Zitrone hat sehr viel Vitamin C, aber was viele unterschätzen, ist, dass der Kohl oder der Wirsing auch sehr viel Vitamin C hat. Ich glaube sogar fast mehr, oder? Ja, und vor allem die Wildkräuter, die haben noch mehr. Stimmt. Ja. Also Wildkräuter sind da echt Spitzenreiter. Ich hatte schon mal gesagt, so eine Brennnessel hat also 30 Mal mehr Vitamin C als ein Kopfsalat. Mhm. Aber auch die Würsing, die Kohlarten haben tatsächlich mehr Vitamin C als Salat. Das heißt, wir haben hier einen sogenannten Paradigmenwechsel, wo andere sich Chips reinziehen, die Vitamin C verbrauchen. Denn durch die ganzen Toxine, aber auch die sogenannten Transfettsäuren, aber auch das viele Salz, braucht der Körper sehr viel Mineralien, aber auch sehr viel Vitamin C, um das zu verstoffwechseln. Hier haben wir das Gegenteil. Wir bringen mehr Vitamin C in den Körper und haben nicht mehr Abfall. Das nennt man Paradigmenwechsel. Das heißt, das, was vorher schlecht getan hat, tut auf einmal gut. Ja. Und auch gerade bei den Wildkräutern, man unterschätzt es immer. Wenn man im Supermarkt was kauft, das ist einfach, es sind Weltenunterschiede. Ja. Auch wenn man selbst, auch die normalen Salate oder Feldsalat, wenn man was in Plastik verpackt, selbst wenn es Bio ist, es ist nicht so lebendig, man schmeckt es einfach so. Es ist, beides nennt sich Feldsalat, aber es ist, wenn man es auf dem Markt kauft, selber angebaut und noch Erde dran ist, es sind Weltenunterschiede. Ja. Und das ist, finde ich, auch eins der wichtigsten Sachen, wirklich, wie lebendig es noch ist, die Böden, wie schnell es gewachsen ist. Und das ist heutzutage im Supermarkt halt, ja, in aller Regel ist die Qualität halt super schlecht. Und das ist ja was ganz anderes, wenn man eine richtig gute Qualität hat. Richtig. Ja. So, also wir haben jetzt alles drinnen, hier. Perfekt. Durch die Zitrone ist es schon ein bisschen flüssig. Mal gucken, wie flüssig es ist, ob der Mixer es gut greifen kann. Wenn nicht, kann man noch ein bisschen Wasser nachgeben. Mhm. Umso weniger Wasser man natürlich dazu gibt, umso schneller trocknet es halt auch. Da, ja, dann gucken, dass es einfach greift und dann, so, ich bin nicht bewandt. Ja, das Gerät ist halt für sich. Das ist auch echt, es ist ein bisschen tricky. Ja. Aber Diana hat das mittlerweile ganz gut unter Kontrolle. Reicht schon, oder? Genau. Auf alle Fälle greift das jetzt nicht mehr. Greift gar nicht mehr, ja. Das heißt, noch entweder nochmal Wasser. Rein. Ja, genau. Genau, den Mixer haben wir natürlich wie alles andere hier drunter verlinkt. Wer noch keinen hat, den kann ich in Bianco tatsächlich empfehlen. Ein Hochleistungsmixer mit einem Magnetmotor, der deutlich leiser ist. Mit 72 Dezibel als der Vitamix. Hat 30.000 Umdrehungen, also auch wirklich wie ein Rasenmähermotor, mehrere PS. Macht vieles klein, ein unglaublich starkes. Genau, jetzt würzt sie schon nach. Das könnt ihr wirklich nach Belieben verfeinern. Schmeckt das immer ab, bevor ihr es raus und mit dem Wirsing vermengt. Denkt dran, dass es etwas geschmacksintensiver sein soll, weil die haben fast kaum Geschmack. Das heißt, die Soße darf schon ziemlich pikant sein. Ja. Und mit dem Blender eignet sich natürlich auch ganz gut für so kleinere Mengen. Wenn man jetzt nicht so viel macht, dann greift es besser. Da könnt ihr immer mal gucken, was ihr daheim habt. Oder noch mal kurz hoch. Wunderbar. Yes, sieht viel besser aus. Sehr gut, genau. Ja, sieht doch gut aus. Das kommt jetzt da rein. Zur Verebnung könnte man auch noch Nama Tamari oder Hefeflocken dazu machen. Das haben wir alles von Urs Hochstrasser gelernt. Dann schmeckt es auch noch käseartiger. Aber auch hier wird schon dieser Käse-Taste durchkommen. Ja, allein die Macadamia-Nüsse. Ja.
Und das ist halt, was Chips ausmacht. Gutes Fett, das haben wir hier durch die Macadamia-Nüsse. Und dann dieser crunchige, knackige Geschmack, den werdet ihr auch dann erleben, wenn ihr dann hier bei uns im Publikum sitzt. Wir haben ja die Ehre, bald hier dich auch wahrscheinlich wieder empfangen zu dürfen, wenn wir hier wirklich mal mehrere Rezepte hintereinander zaubern. Ja. Das ist ja eher zum Kennenlernen gedacht, jetzt diese erste Sendereihe. Dann werden wir euch einen Online-Kurs anbieten, werden euch hier vorne anbieten, dass ihr mit dabei sein dürft, dass ihr das gleich kosten dürft, dass ihr das seht. Ja, stimmt, wir haben ja auch noch. Und da werden wir eigentlich tolle Rezepte für euch kreieren. So, das wird bestimmt einmal durchgerührt, oder? Genau. Ja, genau. Jetzt kann man es einfach vermengen. Richtig. Mit der Löffel oder mit den Händen. Ja, das kann man auch mit den Händen tatsächlich machen, wie du willst, Jana. Dann ist das eigene Mikrobiom wieder noch drin. Also die Hände sind zwar ein bisschen schmutzig, aber ja, der Wirkung folgt sich. Und es gibt auch Studien, die sagen, wenn man mit den Händen das Essen zubereitet, ist die Verdauung besser, ja, weil der Körper sich quasi schon durch dieses Haptische darauf vorbereitet, die Nahrung aufzunehmen. Und es wird weniger Insulin produziert. Das heißt, die Bauchspeicheldrüse, gibt es Studien, wird entlastet. Und Diabetiker, die das Essen mit den Händen zubereiten, haben einen besten Regenerationsverlauf. Müssen weniger Insulin zuführen. Also es hat ganz, ganz viel damit zu tun, wie eure Lebensmittel zubereiten. Jetzt überlegt mal, was passiert, wenn ihr eine Fertigpizza kauft oder wenn ihr irgendwo im Restaurant das Essen abholt und einfach nur zu Hause esst. Habt ihr das Essen dann wirklich gut vorbereitet? Ich glaube eher weniger. Oder was meint ihr? Ja. Oh, hier ist noch eine Macadamia-Nuss. Das ist wirklich was ganz anderes, nochmal zu berühren. Also allgemein, man weiß ja auch mittlerweile, auch die Füße mit der Erdung. Stimmt. So mit den Händen ist es ähnlich. Und es ja, macht mit dem Wasser. Was. Ne? Wasser hat auch Informationen. Genau. Es hat alles Informationen in sich. Ja. Ja. In Indien, Sri Lanka war ich mal. Und da ist es halt auch so, die essen alles wirklich mit den Händen. So, da gibt es die Regel, nur mit den Fingern, nicht über den Knöchel zu kommen. Ah, schön. Genau, und die essen alles mit den Händen. Und auch zum Beispiel Kokosnüsse, sonst kriegt man oft einen Strohhalm und so weiter. Die machen es einfach auf. Trinken es direkt raus. Okay. Und auch wenn man die Kokosnüsse, die Jungen, auslöffelt, dann schneiden sie so ein Stück von der Schale mit dem Messer ab und dann nehmen sie das als Löffel und dann direkt damit. Genial. Also perfekt Löffel mitgeliefert. Perfekt. Ja. Weil ja auch das Metall natürlich nicht in optimaler Weise mit dem Gemüse reagiert. Ja. Das heißt, das mit diesem Besteck hier zuzubereiten, gefällt den Pflanzen nicht unbedingt. Und das sind dann halt auch die Völker, die ein sehr großes Mikrobiom haben. Bis zu 2500 unterschiedliche Darmkulturen und Darmvölker, die sich dann mit Stämmen zusammentun und den Darm, sage ich mal, bevölkern. Und das heißt, da gibt es viel weniger Darmkrebs. In ganz Indien gab es noch bis in die 90er vielleicht 8 bis 10 Darmkrebsfälle, wo hier schon mehrere Tausende waren. Also es ist wirklich ganz klar zu beobachten, ein gutes Mikrobiom und je gesünder ist der Mensch als Ganzes. Schmeckt jetzt schon gut. Ich bin mal gespannt auf die Wildkeule. Aber so wie sie es hier vorbereitet, kann ich jetzt auch schon sagen, es wird lecker werden. Also die kommen jetzt über Nacht ins Dürrgerät. Super. Und wenn ihr kein Dürrgerät habt, dann schaut auch gerne mal. Man kann es auch im Ofen machen, man kann auch einen Holzlöffel reintun, damit die Feuchtigkeit eben entweichen kann auf 50 Grad. So von der Energie her verbraucht es vielleicht ein bisschen mehr, aber wenn man es jetzt gerade nicht da hat, man möchte es mal ausprobieren oder im Winter. Gut, es kommt, bei denen wird es ein bisschen schwierig. Manchmal kann man es auch auf der Heizung machen, gewisse Rohkostsachen, aber nur, das ist jetzt relativ feucht, das ist auf der Heizung, glaube ich, schlecht. Ja, so, ich glaube auch. Genau. Sehr schön. Ja. Dann, wir sehen uns bis zu deinem neuen Video. Ja. Ich bin schon gespannt, was es da gibt und danke fürs Zusehen, viel Erfolg in eurer Gesundheit und schaltet wieder ein. Macht's gut. Ciao. Ciao.